warst jetzt aber echt zu schnell. 50 km/h. Boah, krass. Und das in der 30er-Zone vor der Grundschule. Mei, da kann wirklich einiges passieren. Ja, ihr seid ja jetzt schon länger mit der Polizei unterwegs. Wie viel habt ihr denn schon erwischt? Ja, wir führen genau Liste. Wir wissen es ganz genau. Okay. Aber ich verrate so viel. Ein Viertel aller gemessenen Fahrzeuge waren bis 10 km/h zu schnell. Aha. Ein Sechstel fuhr schneller als 10 km/h bis 30 km/h. Okay. Und 8 waren drüber über 30 km/h. Aber es waren bestimmt nicht alle mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung nein, hier, oder? Nein. Es gibt natürlich auch vorbildliche Autofahrer, die halten sich einfach an diese Geschwindigkeit. Die wissen um den Schutz der Schüler, um diese Situation, warum dort ein Verkehrszeichen steht, das man auch beachten sollte. Und da haben wir bisher 384 Fahrzeugführer gehabt. Okay. Ah, ja. Und wie viel waren jetzt insgesamt heute zu schnell? Das würdest du wohl gerne wissen. Das können wir doch nachschauen. Ja, okay. Aber mit den Angaben, die sie uns gegeben haben, können wir das einfach auch ausrechnen mit einer Gleichung. Seid ihr dabei? Auf jeden Fall. Okay, das machen wir einfach. Wir haben jetzt gesehen, wie so eine Geschwindigkeitskontrolle mit Laserpistole in einer 30er-Zone vor einer Grundschule gemacht wird. Und das ist wirklich wichtig, weil Kinder schauen nicht nach links und nach rechts. Und wenn man da zu schnell fährt, kann es wirklich zu schlimmen Unfällen kommen. Deswegen ist es gut, dass da gemessen wird. Aber was machen wir jetzt eigentlich mit den Ergebnissen? Wir könnten auch eine Gleichung aufstellen. Ja, machen wir einfach mal. Stellen wir eine Gleichung auf. Dafür müsste man aber wissen, welche Gruppen von Autofahrern gab es denn? Also die unter 10 Kilometern zu schnell gefahren sind? Mhm. Unter 30, über 30 und ohne. Genau. Und alle Autofahrer ergaben dann natürlich zusammen die Gesamtzahl aller Autofahrer. Genau. Gut. Ich lese euch das nochmal vor und betone ein paar Worte und ihr schaut einfach mal, ob euch irgendetwas auffällt. Also, wir hatten Autos gehabt, die unter 10 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sind und Autos, die unter 30 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sind und Autos, die über 30 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sind und Autos, die gar nicht zu schnell gefahren sind und die ergeben alle zusammen die Gesamtzahl aller Autos. Fällt euch irgendwas auf? Ja, also das und könnte man jetzt durch ein Plus ersetzen. Oh. Okay. Ja, und am Ende ein Ist-Gleichzeichen. Richtig. Das setzen wir ein und dann entsteht eine Wortgleichung. Bei einer Wortgleichung musst du noch gar nicht die genauen Daten kennen. Sie gibt dir nur die Struktur der Gleichung vor und die genauen Daten setzt du dann ein und dann kannst du sie auch ausrechnen. Die Polizisten haben uns ja genauere Informationen über die einzelnen Fahrergruppen gegeben. Wisst ihr die noch? Ich glaube, ein Viertel war 10 Kilometer zu schnell. Mhm. Dann ein Sechstel unter 30 Kilometer zu schnell. Ja. 8 Autos über 30. Mhm. Genau. Und ohne waren es 384. Genau. Und wir wissen aber nicht, wie viele Autos insgesamt gemessen worden sind. Und wenn man eine Zahl nicht kennt, dann kann man ihr in der Mathematik einen Buchstaben geben. Und den Buchstaben kennt ihr sicherlich und ihr auch. Ja, es wäre das X. Ja, ich mag das X. Hallo X. Gut, jetzt haben wir hier wieder eine Wortgleichung, schon gefüllt mit Daten. Jetzt fehlt aber immer noch was. Ja, die Zeichen können wir einfach von oben übernehmen. Genau, also hier die Additionszeichen und dann das Gleichheitszeichen. Jetzt seht ihr hier aber, hier steht ein Viertel aller Autos plus ein Sechstel aller Autos. Und wir haben eigentlich schon gesagt, die Gesamtzahl der Autos, die kennen wir nicht. Und die haben wir schon ersetzt durch einen Buchstaben, und zwar durch X. Wie könnten wir jetzt die Gleichung in eine mathematische Gleichung umbauen? Ja, wir können das X für alle Autos einsetzen. Mhm. Genau. Also ein Viertel X plus ein Sechstel X plus 8. Da bleibt es ja gleich, weil hier gibt es eine feste Größe. Es bezieht sich nicht auf die Gesamtzahl der Autos und wie bei den 384 Autos eben genau das Gleiche. Genau. Ja? Gut. Und hinten kommt wieder X raus. So bekommt man aus einer Wortgleichung eine Gleichung und die können wir gleich lösen. Super. Wir haben ja jetzt aus der Wortgleichung eine Gleichung abgeleitet. Die habe ich hier an euch nochmal aufgeschrieben. Die war ja? Ein Viertel x plus ein Sechstel x plus 8 plus 384 ist x. Wunderschön. Super. Aber wir können es noch nicht ausrechnen, weil hier ist noch ein Problem. Ja, also die Nenner sind ja verschieden, 4 und 6. Genau, die Nenner von ein Viertel x und ein Sechstel x.
Wenn die Nenner verschieden sind, dann kann ich sie nicht miteinander addieren. Also Brüche kann ich nur addieren, wenn die Nenner gleich sind. Also brauche ich einen Hauptnenner, oder? Genau. Wie mache ich das denn? Also welcher wäre denn überhaupt der Hauptnenner und was ist ein Hauptnenner? Also ich würde sagen 12, weil das kleinste gemeinsame Vielfache von 4 und 6 ist ja 12. Also da, wo die 4 und die 6 multipliziert ganz reinpassen. Genau. Wie oft müsste ich denn die 4 mal nehmen, damit ich 12 habe? Oder mit was müsste ich multiplizieren? Also mal 3. Wenn ich einen Bruch erweitere, muss ich Zähler und Nenner aber mit der gleichen Zahl multiplizieren. In dem Fall mit der 3, das ist richtig. Dann käme hier was raus? 3/12. X. Genau. Wie sieht das denn bei den Sechsteln aus? Also demzufolge dann mal 2, weil ich ja zu 12 kommen will, im Nenner. Mhm. Also 2/12 x. Richtig. Die 8 und die 384 sowie das x hinter der Gleichung, in dem Gleichheitszeichen, das lassen wir erstmal stehen, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So könnten wir es jetzt erstmal in den nächsten Schritt ausrechnen. Aber es gibt noch einen zweiten Trick, um die Brüche dort vorne zu eliminieren, um sie wegzumachen. Und zwar nennt man diesen Trick, ich multipliziere mit dem Hauptnenner. Und zwar die komplette Gleichung, jeden einzelnen Term innerhalb der Gleichung. Okay. Der Hauptnenner war ja hier 12, also die komplette Gleichung mal 12. Da mache ich so einen Kommandostrich hinter die Gleichung und schreibe hin, multipliziert mit 12. Und das ist jetzt wichtig, ich muss wirklich jeden einzelnen Term dieser Gleichung mit 12 multiplizieren. Ein Term ist ein mathematisch korrekter Ausdruck. Zum Beispiel hier, was wäre hier ein Term? 3/12 x. Ja, oder? Ja, oder 8. 8 oder auch das x hinter dem Gleichheitszeichen oder auch die 2/12 x. Jeden einzelnen Term. Und das ist wichtig. Vergisst du einen Term, wird die komplette Gleichung falsch. Also, wichtig. Das habe ich euch hier aufgeschrieben. Hier haben wir also 12 mal 3/12 x plus 12 mal 2/12 x plus 12 mal 8 plus 12 mal 384 ist gleich 12 mal x. Fällt euch denn irgendwas auf hier? Ja, also bei den Brüchen ist ja jetzt die 12 gleich, die könnte man wegkürzen. Im Zähler und Nenner. Ach so, deswegen haben wir das hier oben gemacht mit mal 12, dass wir jetzt da wegkommen. Das ist der super Trick, weil wenn ich jetzt diesen Bruch kürze, und kürzen bedeutet, ich dividiere Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl, hier würde sich die 12 anbieten, dann passiert Folgendes. 12 durch 12 ist 1 und hier oben auch 12 durch 12 ist wieder 1 und wir bekommen Eintel im Nenner. Das heißt, es wird zu einer ganzen Zahl. Und hier oben habe ich 1 mal 3. Das heißt, es kommt dann 3x raus. Fantastisch. Und der Bruch ist weg. Funktioniert das bei den 2/12 auch? Ja, ist ja genau das Gleiche. Fantastisch. Auch hier bleibt dann nur 2x übrig. Und die würde ich jetzt aber nicht irgendwie... Die bleiben stehen. Genau, die kann ich nicht kürzen, weil es ist ja kein Bruch. Die multipliziere ich jetzt einfach. Ja. 12 mal 8 und 12 mal 384. Und hier auch die 12 mal x nicht vergessen. Und die nächste Zeile... Sieht dann so aus. 3x plus 2x plus 96 plus 4608 ist gleich 12x. Wow, die Gleichung sieht gut aus. Die können wir lösen und das machen wir auch gleich. So, jetzt haben wir eine Gleichung, die wir auch lösen können. Wie hieß denn unsere Gleichung jetzt gerade nochmal? Also 3x plus 2x plus 96 plus 4608 ist gleich 12x. Dankeschön. Ja, wundervoll. Da können wir aber noch vereinfachen. Du siehst hier, wir haben mehrere x-Terme und mehrere Terme mit normalen Zahlen. Mhm. Und diese x-Terme, die auf einer Seite des Gleichheitszeichens sind, können wir zusammenfassen. Mach das doch mal. Also 3x plus 2x wären das dann, das sind 5x. Ja, und 96 plus 4608 wären dann 4704. Genau, gut im Kopf ausgerechnet. Und natürlich bleiben die 12x auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens stehen. Wenn ich das jetzt habe, dann kann ich durch Umstellen der Gleichung auf die Lösung kommen. Weil was muss ich jetzt tun? Die Zahlen auf einer Seite und die x-Terme auf einer Seite. Richtig, und zwar auf die andere Seite am besten. Genau, ja. Weil die vertragen sich anscheinend nicht so gut. Die sollten durchs Gleichheitszeichen getrennt werden. Gut, also hier haben wir 5x plus 4704 ist gleich 12x.
Wie würdest du das denn jetzt machen, dass die x-Terme auf einer Seite das Gleichheitszeichen sind? Ja, also vielleicht die 5 jetzt mit dem entgegengesetzten Zeichen, also mit Minus nach drüben. Genau. Um einen Term von einer Seite des Gleichheitszeichens auf die andere Seite zu bringen, muss ich die Gegenoperation tätigen. Wenn da jetzt 5x steht, dann steht da kein Vorzeichen davor. Und immer wenn kein Vorzeichen davor steht, ist der Term positiv, also plus 5x. Wenn ich es jetzt von der einen auf die andere Seite bringen möchte, muss ich also die Gegenoperation tun, minus 5x. Und das auf beiden Seiten. Aber jetzt ist noch eine gute Frage. Warum also das heißt dann, dass würde dann 0x auf der Seite rauskommen, richtig. Deswegen können wir es weglassen. Genau, 5x minus 5x ergibt 0x. Verstehe. Und das ist auch gleichbedeutend nichts. Genau. Aber warum wollt ihr denn die 5x auf die andere Seite bringen und nicht die 12x auf die eine Seite? Naja, weil dann würden ja minus 7x auf der Seite rauskommen. Genau, das ist das Ding. Und dann müsste ich das wieder mit Minus multiplizieren, um wieder zu Plus zu kommen. Und genau, und das wird dann echt ein bisschen ärgerlich. Das ist richtig. Ich muss also darauf achten, dass mein x-Term positiv bleibt. Wenn ich jetzt die 12x von einer Seite auf die andere Seite bringen müsste, müsste ich ja minus 12x nehmen. Auf der einen Seite habe ich aber nur 5x. Dort müsste ich dann 5x minus 12x nehmen und es kämen minus 7x raus. Und minus x, das ist einfach ein bisschen komplizierter zu rechnen. Deswegen achte ich einfach darauf, dass ich so umstelle, dass ich bei positiven x-Termen bleibe. Also hier minus 5x haben wir gesagt, Kommandostrich. Minus 5x auf beiden Seiten. Wie du sagst, hier bleibt 0x übrig. Dann die 4704. Und auf der anderen Seite 12x minus 5x. 7x. Unglaublich. Okay, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Wir haben jetzt hier noch die 7x. Und wenn ich den x-Term jetzt nun alleine auf einer Seite stehen habe und den Zahlenterm auf der anderen Seite, dann muss ich nur noch durch den x-Faktor teilen. Durch den x-Faktor. Das ist der Faktor vor dem x. Die Zahl vor dem x sozusagen. Wie wäre hier? 7. Also? Geteilt durch 7. Kommandostrich durch 7. Und dann haben wir auf der einen Seite 7x durch 7 ist 1x. Und auf der anderen Seite 4704 durch 7. Na? Okay. Also es sind 672 ist gleich x. Was ist eigentlich das x? Was haben wir jetzt hier eigentlich ausgerechnet? Ja, das war doch die Gesamtmenge der ganzen Autos, die gelasert, geblitzt, irgendwas worden sind. Genau. Ja, vielen Dank, dass wir sein konnten. Ja, war wirklich interessant heute. Ja, ja vielen Dank. Jetzt wissen wir, wo wir aufpassen. Genau, immer schön aufpassen. Dann wisst ihr, wie es im Straßenverkehr läuft. Und mathematisch sowieso. Genau. Ja, genau. Ja, und für mich geht es jetzt nach Hause. Wir sehen uns ja gleich noch. Wiederschauen. Okay. Aber bevor es losgeht, lass uns doch noch mal zusammenfassen. Wichtig ist, dass du zuerst die Brüche findest und sie auf einen gemeinsamen Hauptnenner erweiterst. Wenn du das gemacht hast, dann multiplizierst du die komplette Gleichung mit diesem Hauptnenner. Hier ist es wichtig, dass du jeden einzelnen Term mit dem Hauptnenner multiplizierst. Vergisst du einen, wird die ganze Gleichung falsch. Dann fasst du die x zusammen und die Zahlen zusammen und bringst dann die x auf die eine Seite des Gleichheitszeichens und die Zahlen auf die andere Seite des Gleichheitszeichens. Bei dem Zusammenfassen ist es wichtig, dass du da keine Fehler machst. Zum Beispiel der typische Fehler wäre Minus mal Minus bleibt Minus, weil das ist falsch. Minus mal Minus ist Plus. Oder beim Zusammenfassen, dass du minus 24 minus 2 zum Beispiel als 22 dann zusammenrechnest. Wenn du das gemacht hast, alles zusammen, hast du dann nur noch zum Beispiel 7x da stehen, du teilst durch den x-Faktor, dann hast du 1x und hoffentlich das richtige Ergebnis. So. Oh, diesmal war es viel einfacher als sonst.